Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Trainfieber Folge 19. Ja, heute wollen wir ja die Linie erweitern mit unserem Personenverkehr. Dazu drücken wir mal auf unsere Linien. Und die Linie, die wir erweitern, lassen wir uns natürlich einblenden. Das ist hier die blaue Linie und die ist, wenn ich es richtig sehe, die Zugverbindung Gröbe-Herrn Veits Hochheim. Genau. Und das wird jetzt die Linie werden, Großwutdicke Veits Hochheim. Großwut, denn die Ortsnamen sind nicht gerade kurz. So, was war die letzte Ortschaft, die wir weiterführen? Grobe hören. Gut. Grobe hören Veits Hochheim, das heißt, wir beginnen jetzt bei Veits Hochheim. Die Linie neu aufzubauen. Oder bei Großwutdicke. Na, schauen wir mal. Erster Halt, Veits Hochheim. Ah, Haltestelle hinzufügen sollte ich natürlich anklicken. Dann gehen wir rüber nach. Ich schalte jetzt mal die Landnutzung aus, vielleicht zeigt es mir dann nochmal her. Hierhin. Aschersleben, genau. Weiter hierhin nach Gemeinde Biesdorf. Weiter nach Hasenkrug. Weiter nach Grobehörn. Und zu unserer neu angeschlossenen Großwutdicke. Laut diesem blauen Linienführung hier sehe ich, dass es höchstwahrscheinlich passt. Wieder zurück nach Grobehörn, Hasenkrug, Gemeinde Biesdorf und Aschersleben. Was jetzt natürlich auch ist, die Züge sind natürlich jetzt wahrscheinlich zu wenig oder zu langsam. Lassen wir es mal laufen, schauen uns die Züge an und das Intervall oder besser gesagt den Takt, 9 Minuten ist logischerweise viel zu wenig. Leider Gottes fehlt jetzt aber auch das Geld, mir zu investieren. Aber auch Veits Hochheim Güter hat vor 1 Million Minus gemacht. Schauen wir mal, wie es hier mit den Finanzen aussieht. Und wir sehen, 1907 ist das Minus weiter zurückgegangen. Also jetzt bin ich schon eigentlich deutlich unter der Million im Minus. Ja. Entwickelt sich doch prächtig momentan, ne? Kontrollieren wir jetzt auch mal die Züge, ob sie richtig fahren. Gehen wir gleich von Veits Hochheim aus. Der Strecke entlang. Rechtsverkehr haben wir, er fährt rechts, das heißt, er fährt falsch. Ihn lassen wir umdrehen. Damit kann dann dieser Zug auch weiterfahren. Das passiert halt, wenn man eine Linie oder eine Strecke neu einrichtet bzw. die Gleise baut und es ist keine Möglichkeit zu fahren, dann drehen sich die Züge eben automatisch um. Und dann staut es sich irgendwo und irgendwo sind dann überhaupt keine Züge mehr, so wie jetzt in diesem Bereich. Hier haben wir einen Zug wieder, der fährt richtig. Wart der freie Wege. Wieso? Was ist los? Okay, wieso wartet er? Tram 1 hat Lemstor erreicht.
Was ist hier im Weg, worum dieser Zug wartet? Der fährt. Vielleicht steht noch irgendwo ein Zugverkehr, das wird er sein. Genau, und jetzt fährt er links los. Er war's. Habt ihr es gesehen? Links der Zug, der vorgewartet hat, fährt jetzt, weil er hier falsch gestanden ist. Gut, und ich würde sagen, jetzt sind eigentlich alle Züge normal. Das heißt, jetzt fahren wir mal mit unserem Zug in dieser Folge einfach mit. Das widmet mich jetzt mal zur Folge. Komplett mitfahren die Strecke Veitshöchheim, wo wir neu angeschlossen sind. Nehmen wir gleich am besten dieser Zug, der hier gerade wegfährt. Und fahren hier einfach mit. Hier drüben unser Güterzug, also wirklich sehr schön zum Anschauen. Wie sie parallel nebeneinander fahren. Und hier fährt ein Zug ohne Loks, ohne Waggons. Und er gehört dann einmal ins Depot geschickt. Hier fehlen Anhänger, wie ich sehe. Ich glaube, dass das passiert, wenn die Waggons abgelaufen von den Jahren her sind, aber die Lok noch nicht, dann werden die Waggons automatisch vom Spiel her, sag ich einmal, gelöscht. So, er fährt jetzt rüber. Und jetzt schicken wir ihn ins Depot. Und er kann jetzt logischerweise auch dieses Depot verwenden, hoffe ich doch. Und wir sind nicht auf ein Depot gebunden. Hoffentlich klappt das, wie ich mir das vorstelle. Leider kann ich jetzt nicht mit dem anderen Zug mitfahren, weil ja hier der Kostenfaktor ins Minus geht. Ich habe jetzt nur ein Problem. Ich kann keine Waggons kaufen, weil ich von den Finanzen her im Minus bin. Deswegen lasse ich jetzt die Zeit schnell laufen und hoffe, dass ich finanziell doch so gut gepolstert bin, dass sich es finanziell wieder auszahlt oder dass ich finanziell wieder ins Plus komme. Da beobachten wir mal, ne? 1 Million minus. Also es pendelt momentan immer so um die 1 Million minus, etwas drunter, dann wieder drüber. Es wird mehr. Leider Gottes. Aber wie wir ja aus dem vorigen Let's Plays wissen, etwas abwarten, bis sich alles wieder irgendwie einpendelt. Denn auch die neue Zuglinie
macht logischerweise noch ein Minus. Hier haben wir einen nächsten Zug, der ohne Waggons unterwegs ist. Ja, zur Not muss ich mir jetzt einmal einfach einen Kredit aufnehmen, um Waggons zu kaufen, damit die dann wieder plus erwirtschaften können. So werde ich es auch machen, anders geht es kaum, muss ich schon fast sagen, leider. Das heißt, 2 Millionen werden reichen. Schauen wir mal hier, hier kostet ein Waggon 104.000. Ich möchte natürlich diese hier nehmen, weil auch hier 17 Passagiere reinpassen. Dann schicken wir ihm auf die Strecke, falls höher können wir ja Busch. Und auch wieder in unseren Firmenfinanzen sehen wir die letzten Jahre immer über 2 Millionen Miese gemacht. Das hängt aber auch daran, dass ich eben neue Waggons und auch das Streckennetz erweitert habe. Müssen wir halt die Fahrt mit unserer neuen Personenlinie auf die nächste Folge leider Gottes verschieben. Ich wäre gerne diese Folge schon mitgefahren. Aber das Finanzielle steht jetzt eben auch im Vordergrund. Wir beobachten noch immer Zug 8, bis Zug 8 im Depot ist. Aber sehr gut, 46 von 51 ausgelastet, wirklich hier sehr gut, Zug 1. Und er fährt ins Depot rein, wunderbar. Züge kaufen, drei Anhänger von der Donnerbüchse. Aber wiederum im Minus dem Geld, das heißt wiederum auf Pause drücken und Darlehen aufnehmen. Linie zuweisen. Und gleich Darlehen wieder zurückzahlen, falls verfügbar. Momentan 3,3 Millionen Darlehen, das sieht es auch an den Zinsen. 3K. Sind es genau 3,0, also 3 Millionen. Klasse, die Zeit wieder schneller voranschreiten. Das heißt, 1909 ist jetzt, sag ich mal, noch ein Minusjahr und ich hoffe dann doch, dass es dann ab 1910 wieder bergauf geht. Gut, deine Zug wartet auf freie Gleise. Die Frage warum? Steht wieder ein anderer Zug verkehrt?
Auch hier steht ein Zug und hier steht ein Zug und hier steht ein Zug und hier und hier und hier haben wir den Übeltäter. Bitte wenden. Und deswegen sollte man auch immer, sag ich mal, mitfahren. Um zu sehen, ob die Linie, sprich die Signale der Linie, richtig aufgestellt sind, damit kein Zug so wie jetzt hier falsch oder verkehrt fährt. Bringt natürlich alles dann nichts, ne? Das mit Darlehen zurückzahlen kann ich momentan vergessen. Neue offene Güterwaggons sind ab 1910 verfügbar und jetzt wird auch Großboutique versorgt. Und jetzt läuft hier die Linie. Gut, ich würde vorschlagen, wir speichern ab mit der dritten Speicherung. Drücke auf Pause. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss und Baba, euer Grizzly.